eine Waffe. Eine Munition, das kann man schlecht erkennen. Oh, gut, was gestohlen. Da liegt eine Frau, die lebt noch. Oder nicht? Scheinbar nicht. Überall Blut. Mehr Blut. Oh. Hä? Wo bist du? Irgendwas. Hä? Sich irgendwie einer versteckt? Hm. Okay. Ich höre nichts mehr. Oh. Oh, oh, da sind böse Menschen drin. Die dürfen jetzt ausschalten. Wir können nicht riskieren, dass jemand den kennt. Tja. Was? Oh. Okay. Ja, generiert ihn wieder mit der Zeit. Gut. Ah. Okay, Adam hält so fast nichts aus. Das ist jetzt doof. Es ist hier in der Tutorial-Mission. Und ich bin schon gestorben. Na gut, aber ich merke, Deckung ist A und O hier. Wir starten jetzt von hier vorne sofort. Ich lege diese verdammte Tür auch zu. Besonders keine Wissenschaftler, die Angst um ihre Arbeit haben. Jawohl, Sir. Ah, jetzt irgendwie gucken, Alter. Ich hab mir wieder mein Ding rausgestellt. So, einer ist tot. Nein? Ach, lad nach. Oh, Granate. Ich wollte mich verarschen. Jetzt hab ich keine Granaten. Wo sind die denn alle? Da ist ein erster Hilfekasten. Jetzt kann ich auch. Kann ich aber nicht. Also nicht so zielen, wie ich möchte. Ah! So. Und so kann ich dann halt mich bewegen und ziehen, wenn ich in Ecken gehe. So, einmal schnell weiter. Wieso zur Hölle? Also irgendwie macht meine Maus gerade Probleme. Ich werde schon wieder rausgekickt. Ich glaube, die Damen war ich auf dem. Ich habe jetzt zwei Monitore angeschlossen, da macht man auch gerade Probleme. Was? Oh Gott. Nicht schon wieder. Ich glaube, es wird ein langes Spiel, ein langes Let's Play. Was ich wirklich hier kaum was aushalten kann. Das ist echt hart. Richtig, richtig hart. So, also nochmal. Wir wollen rein. Was? So. Wenn wir so eine Feuerpause wir schießen. Nein! Boah, Entschuldigung. Mein scheiß Windows. Mag mich heute nicht. Geht da rum. Schnell zurück. Oh, schnell weiter. Oh. Okay, Blendgranate. Wieso hab ich sowas nicht? Oh, oh, wo bin ich? Oh Gott. Ich hab ihn. Endlich. So, ist das. Kann ich nutzen eigentlich auch? Nö, natürlich nicht. Warum soll ich einen Erste-Hilfe-Cut benutzen können? Wie unlogisch. Oh, Joystick. Ah. Auch hier alles hochtechnisch. Große Laboratorien. Aber sonst nichts, was ich hier aufnehmen könnte. Gehen wir weiter. Oh man, mehr Blut, verschmierte Fenster. Wir wurden alle hingerichtet. Ein
all unsere armen Wissenschaftler. Und unsere restlichen Wachleute. Und, oh oh, was war das? Wird die weggebeamt? Ja? Ey! What the fuck? Was war das denn? Eine Frau, die beamen kann? Oh. Ja komm, hier! Oh, da ist noch einer. Also Deckung ist wirklich wichtig hier. Habe ich alle? Nee, da ist noch einer irgendwo. Erwische ich von hier nicht. So, schauen wir mal nach. Na super, natürlich, jetzt nachladen. Jetzt habe ich auch keine Munitionsanzeige. Ich hoffe, man liegt jetzt einfach an dem Tutorial hier. Was ich ja so noch nicht wissen kann, wie ich das nachher bekomme. Na gut, aber ging es auch. Ich kann doch auf R nachladen, wieso kann ich das gerade nicht? Ach ja. Oh Gott, Schreibtische, Work-Counter. Die normalen Leute hier, ich keine Probleme. Bäh! Oh. Also etwas, wo explosionsgefährdet draufsteht, nicht rumwerfen. Ich wünschte, ich könnte lesen, was da steht, wo es hier hingeht. Aber es ist zu grell. Hm? Autsch! Werden her. Wer bist du? Das ist ja mechanische Arme. Und einen durch den Fenster werfen, habe ich nur geschädigt? Oh oh. Man sieht scheiße aus gerade. Ha! Ach, Säure, du Idiot! Nicht alleine. Hey, tu dir nicht weh. Nein. CT-Sonde zeigt schwere Hämatome durch die Kugel. Müssen die Arterie flicken. Ja. Dann hätten wir so das richtige Info-Anführungszeichen. Ja. Mein Gott, wie dick war das Glas? Scheinbar sehr dick, so wie wir aussehen. Ja, wir wurden scheinbar sehr schwer geschädigt bei diesem Laborangriff. Kommen Sie, Erde. Halten Sie durch. Unsere Freunde wurden entführt. Scheinbar werden wir gerade operiert. Was wir hier sehen. Lecker. Ja, so nützt nichts. Zuführung von ERCC-1 vorbereiten. Ja, wie das aussieht, wird das nicht eine ganz normale Operation sein. Langsam, langsam. Das braucht er nicht. Wo ist die Cyberarm-Prothese? Und Cyberarm bekommen wir unter anderem. Ich liebe dich. Und unser Herz sieht auch ein bisschen komisch aus. Haben Sie heute nicht schon genug Leute verloren? Tut mir leid. Nur noch ein paar Sekunden. Sein Körper verkraftet das. Sonst bin ich ja eh tot, scheinbar. Oh, der Arm. Unglaublich. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich glaube, wir haben ihn. Geben Sie ihm den Infolink. Kollege, bringen Sie mir das Telekommunikationspaket.
Damit bekommst du alles, was die ja umfliegen haben. Deus Ex Human Revolution. Oh Mann, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, was ich schon sagte, Ladezeiten sollen mitunter teilweise sehr lange dauern, bis zu einer Minute. Jetzt geht's scheinbar gerade noch. Ich hoffe mal, bleibt auch so. 6 Monate später, nach dem Unfall. Big Bro, Big Brother. Genial. Der Seraph Industries. Da sind wir. Sieht ein bisschen anders aus. Oh. Eine coole Sonnenbrille. Adam, hier ist David. Sind Sie im Gebäude? Ja. Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Okay. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Netzhautoptimierung? Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Wahrscheinlich deswegen alles am Flackern. Ich hoffe, was daran liegt. Dass es eine Netzhautoptimierung ist. Das gleich behoben wird. Sonst muss ich meinen Einstellungen was nachgucken. Ich bin nicht sicher, was ich von diesem Denkmal halte. Jensen, schön, dass Sie wieder da sind. Wir waren alle erleichtert, als wir hörten, dass Sie durchkommen. Danke. Ich bin nicht sicher, was ich von diesem Denkmal halten soll. Welches Denkmal? Wir müssen doch wenigstens an die Opfer erinnern, die unsere Wissenschaftler für diese Firma erbracht haben. Das waren einige Opfer. Genau das ist mein Problem. Was habe ich denn? Ich habe irgendeinen Missionspunkt. Wo kann ich irgendwas jetzt? M. Karte. Sie sind hier. Die Karte finde ich auch nicht gerade praktisch, schon mal. Ebene 2. Habe ich ein X? Ein X ist. Ah, okay, M1. Das ist doch wieder Tech-Labor. Das ist dann unsere erste Mission. Konferenz.